schon ein schönes Moped, ne? Ja, aber heute kommt das Ding hier dran. Ob es auch dezenter gegangen wäre, ich weiß es nicht. Auf die andere Seite natürlich auch. Das Ding muss ab. Ja, ich würde sagen, ich lege los. So sieht sie ohne aus. Ja, ein wenig Charme, würde ich sagen, hat sie verloren. Aber gleich, wenn da jemand drauf sitzt, ist es ja nur auch nicht mehr so schlimm. Alles gut, bequem? So, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, dann drückst du mich ganz fest oder haust mit dem Helm gegen meinen Rücken. Ja, aber wenn irgendwas ist und du kannst die Hand nicht loslassen, dann musst du dich auch anders bemerkbar machen. Du kannst mir auch auf den Oberschenkel klopfen. Ist egal, Hauptsache, wenn ich einen von hinten drauf kriege, ist nicht, das ist egal. Ich glaube, ich ziehe auch Handschuhe an. Jetzt bin ich ein bisschen fixiert gewesen hier. So, wir fahren jetzt ganz langsam. Ist alles klar? Ja? Und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute bin ich mal nicht alleine. Ich habe einen Sozius hinten drauf. Ja, in letzter Zeit nicht so oft. Also ich fahre jetzt die Ducati das erste Mal mit Sozius. Ich habe meine Tochter hinten drauf. Wir wollen mal eben eine abendliche Ausfahrt zu Tante Louis unternehmen. Sie macht in ein paar Tagen den Mofa-Führerschein. Schutzkleidung haben wir alles da, hat sie jetzt auch an. Aber sie hat gesagt, die Handschuhe sind ihr zu klein und kann die nicht richtig einknicken, will ich mal sagen. Und ja, funktioniert natürlich nicht so gut. Und dementsprechend müssen neue herbei. Ich liebäugel auch wieder mit neuen Handschuhen, deswegen gucken wir beide heute mal. Ich würde mir mal gerne mal was für die etwas kalteren Tage zulegen. Thema Handschuhe ist ein Riesenthema, weil es so viele verschiedene gibt und man muss auch wirklich sagen, ja, fast jeder Handschuh hat so seinen Einsatzzweck und das ist ein ganz schönes Labyrinth, was dann da entsteht. Vor allen Dingen, wo ich jetzt zum Beispiel auch hier mit der Monster mal wieder so ein bisschen mehr neu angefangen habe, da war ich mir am Anfang gar nicht so richtig sicher, welchen Handschuh soll ich mir denn da überhaupt holen. Da werde ich mal ein extra Video dazu machen, das kommt dann wahrscheinlich nächste Woche, wo ich mal so ein paar Vor- und Nachteile von gewissen Handschützern erzählen werde, was ich so gemerkt habe diese Saison. Ja, mit Sozius fahren, ich muss natürlich jetzt hier mir ganz klar bewusst sein, was für eine Verantwortung ich jetzt hier hinten drauf sitzen habe. Und das spiegelt sich dann natürlich auch in der Fahrweise wieder, das ist ganz klar. Und wir haben so ein paar Handzeichen ausgemacht. Also jetzt nicht nur das, was ihr da war jetzt vorhin. Weil ich muss sagen, also sie fährt jetzt nicht das erste Mal ein Motorrad mit, das haben wir schon mal gemacht. Aber mit einem anderen Motorrad, das ist ein bisschen schneller. Und was aber jetzt heute nichts zur Sache tut. Und wenn ich mal zum Beispiel irgendwo mal was überholen will oder ich weiß, ich gebe mal ein ganz klein bisschen stärker Gas, dann haben wir die Abmachung, dass ich auf den Oberschenkel klopfe. Das ist dann ihr Zeichen für ein bisschen mehr festhalten. Und ja, in Kurven legen ist für sie überhaupt kein Problem. Das ja, ist angeboren, keine Ahnung, funktioniert prima. Und das Einzige, was ich merke, ist einen stärkeren Druck auf den Handballen, weil sie natürlich hinten gegen meinen Rücken anliegt. Und das merke ich halt doch. Und am Tank, so zwischen den Beinen. Das merke ich auch. Also ich habe einfach mehr Gewicht, was von hinten schiebt, so ein bisschen. Auch so in den Kurven. Aber mir ist lieb, wenn sie sich gut festhält. Da weiß ich, ist alles safe. Ich merke auch einen festen Umarmungsdruck und dann fühle ich mich ganz gut bei der Sache hier. Ja, Handschuhe beim Mofa, gerade am Anfang, finde ich sehr, sehr wichtig, weil ich habe es ja schon mal irgendwann gesagt, das ist das erste, wo ich den Bodenkontakt mitbekomme, wenn ich die Zeit habe zu reagieren, das sei vorausgesetzt. Und auch mit den Händen, man hat auch so eine gewisse Abwehrhaltung, die man da einnimmt.
Und dementsprechend finde ich das einfach wichtig, dass die Hände geschützt sind. Ja, beim Mofa, das Ding fährt 25 km/h, das ist zum Teil ein bisschen eine schwierige Sache. Da ist natürlich beim Mofa so ein bisschen die Frage, das Ding fährt 25, es ist Sommer, es ist, sagen wir einfach mal, 30 Grad warm. Und dann mit dem Mofa in Schutz, voller Schutzmontur. Puh. Ganz gefährlich, also ganz blödes Thema, würde ich sagen, weil wenn ein Auto einem mit 50 reinfährt und das Ding fährt 25, aber auf der anderen Seite mit dem Fahrrad, wenn du fix unterwegs bist, passiert dir das auch. Was haben die für Schutzkleidung? Die haben ja gerade mal ein, so eine Halbschale oben auf dem Kopf. Also da muss man vielleicht auch hier und da ein bisschen abtun. Das war mal gerade so, aber die Vollbremsung wollte ich jetzt hier nicht hinlegen. Der hinter mir, oh ja, das war rot. Junge, für dich war es rot. Das ist natürlich so eine Sache. Also ich habe jetzt von Anfang an gesagt, jetzt am Anfang auf jeden Fall mal Handschuhe Pflicht. Ich bin ganz froh, jetzt kommt ja so ein bisschen die kühle Jahreszeit, da ist eine Jacke angebracht. Darüber freue ich mich da so ein bisschen, weil damit hat sie dann auch die Protektorenjacke an. Und ja, einfach mal, dass sie mal ein Gefühl dafür bekommt, weil von der Fahrschule lernt man es nicht wirklich. Ne? Ich glaube, die sind in 3/4 Stunde gefahren bei der Fahrprüfung. Danach kann man kein Mofa fahren. Die ganzen Problemchen, die man da noch bekommt, das muss man nicht alles später noch herausfinden. Oh, hier ist gesperrt. Oh nein! Müssen wir Autobahn fahren? Oh nein! Also ich muss sagen, ich bin so ein richtiger Dafürsprecher beim Mofa. Also meine Mofa-Zeit war mit einer der geilsten Zeiten überhaupt, die ich hatte. Mal so mobil zu sein. Selbst mit diesen 25, wobei, sind wir mal ehrlich, 30 fahren sie alle. Fast 30. Und man kann halt wirklich auch mehr machen, wie jetzt hier mit dem Fahrrad oder so. Vor allen Dingen gibt es auch Strecken, wo man mit dem Fahrrad dann vielleicht doch eher mal zurückschrecken würde davor. Was mit dem Mofa aber auch kein Problem ist. Das verändert das Leben. Und man muss auch dazu sagen, vom Mofa auf ein Moped, vom Moped aufs Motorrad, das sind dann alles keine Welten mehr. Klar, nochmal gewisse Unterschiede, ist keine Frage. Aber wenn sie sagt, sie hat Interesse am Motorradführerschein. Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. Das werden wir dann mal sehen, ob sie da dann auch Lust, Geld und Zeit für hat. So, da würde ich sagen, wir haben es gleich geschafft. Der müsste jetzt hier gleich um die Ecke sein. Ich bin froh, dass wir da sind. Mir tut die Handgelenke weh. Nee, wir wollen ja einkaufen. Darauf freue ich mich. Und mir tun die Handgelenke weh. Da ist er. Und ja, ich würde sagen, wir gucken mal hier. Und melden wir uns gleich wieder. Gucken wir mal, was wir so gekauft haben. Ne? Was haben wir denn hier? Jetzt zünd ab. Geil. Oh, die würde ich ja gerade nehmen. Nicht tauschen, aber mitnehmen. Bis gleich. Ja, warte mal, wo ist denn hier Mc's überhaupt? Da ist doch nur ein Burger King. Wo ist denn da? Versuch mal ein bisschen weiter hinten zu sitzen. Das so ein bisschen hier, weil du drückst mich auf den Tank, weißt du? Und das ist bei Männern unangenehm. Das weiß ich. Wie geil. So Leute, das war's gewesen hier bei Louis. Sie hat sich, ja, ich würde sagen, schöne weiche Lederhandschuhe gegönnt. Ich habe mir dicke, fette, klobige Winterhandschuhe gegönnt. Die sind ja echt fett. Ich bin mal gespannt, ob die überhaupt dazwischen passen. Da habe ich schon immer bei manchen Handschuhen schon Probleme mit dem Platz hier. Aber im Winter, ich glaube, da ist mir lieber, hier ist enger, als dass ich am Bibbern bin. Ja, ja, ging ihr wieder nicht schnell genug? Ja, die nehme ich und jo, wir können wieder gehen. Und ich habe mit dem Gucken noch gar nicht angefangen. Ne? Ai. Ja, das sage ich, wie ist Ducati fahren gegenüber Kawasaki fahren, weil das ja ein altes Schätzchen war. Und dann hatte ich, ja gut,
warum bist du denn so langsam gefahren? Hä? Ich bin ja eigentlich ziemlich normal gefahren. Warum bist du so langsam gefahren? Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist mit dem Töchterchen mal sowas hier zu unternehmen. Aber demnächst, wenn sie einen Mofa-Lappen hat, ist er ja nur noch auf Achse. Ist er ja jetzt schon. Ja, habe ich auch gemacht. Aber dann sehe ich sie nicht so oft. Schon schade. Ja, wir sind jetzt gleich so weit, dass hier von der Autobahn runtergeht. Dann werden wir noch was essen, noch was schnabulieren. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. So, ich hoffe, das hat euch gefallen, das Video. Ich muss jetzt erstmal wieder Hand anlegen, weil die zwei Dinger, die müssen jetzt erstmal weg wieder vom Moped. Und mein geliebtes Heck muss oben wieder drauf, der schöne Höckerabdeckung. Und dann freue ich mich wieder, wenn sie wieder schnieke da steht, ne? Ja. Ah, meine Bella. So habe ich sie am liebsten.